Servus Leute, der dritte Teil des zweiten Spieltages steht an. Morgen kommt dann auch der vierte. Ich hoffe wie immer, es wird euch gefallen. Jetzt geht's los mit Brasilien gegen Costa Rica. Tippt gerne mit den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr meint, wie die Spiele am Ende ausgehen werden. Aber wie gesagt, jetzt geht's los. Für Brasilien war das 1:1 gegen die Schweiz kein Weltuntergang und nichtsdestotrotz hätte man da gerne die 3 Punkte mitgenommen. Costa Rica wird jetzt ein ganz schweres Los haben nach der 0:1-Pleite gegen Serbien. Konnten sie hier aber erstmal gar nicht so schlecht in die Partie starten. Alisson Becker mit ein wenig Problem, aber das konnte er dann letztendlich doch bereinigen. Brasilien vor der Pause einmal wirklich gefährlich. Roberto Firmino, der diesmal von Anfang an ran durfte, hatte ja nur einen Kurzeinsatz gegen die Schweiz, war dort nicht erfolgreich. Hier verfehlte das Tor ganz knapp. Wir springen in den zweiten Durchgang. Brasilien wurde stärker. Roberto Firmino diesmal mit der Vorlage und Neymar mit seinem ersten Tor im laufenden Wettbewerb. 54. Spielminute. Die Partie war jetzt schon so gut wie entschieden, weil Costa Rica wirklich gar nichts mehr nach vorne brachte. Das hatte sich gegen Serbien angedeutet, dass sie mit einem Rückstand noch weniger umgehen konnten. Und nur Keylor Navas im Tor hilft einem dann letztendlich auch nicht. Insbesondere, wenn dann so schwach verteidigt wird. Coutinho, der schon das wunderbare 1:0 gegen die Schweiz erzielen konnte, machte die letztendliche Entscheidung. Keine 20 Minuten waren mehr zu gehen und damit war alles klar. Coutinho gegen Keylor Navas behält da die Oberhand und macht den unhaltbar rein. Und es kam noch besser für Brasilien und noch bitterer für Costa Rica. Roberto Firmino macht das Ergebnis rund. Eine gute Viertelstunde noch auf der Uhr gewesen. Sie hörten nicht auf an diesem Tage. Diesmal waren sie kälter am Abschluss als noch zuletzt gegen die Schweiz. Und so werden sie mit 4 Punkten vor dem letzten Spieltag eine sehr gute Ausgangslage haben, um in die nächste Runde einzuziehen. Serbien gegen Schweiz war schon vor der Gruppenphase so ein bisschen darüber spekuliert worden, dass das wohl der Kampf um den zweiten Tabellenplatz hinter Brasilien werden würde. Serbien hatte 3 Punkte und die Schweiz nur ein. Allerdings konnte Haris Seferovic mit einem perfekten Kopfball das 1:0 erzielen. 21. Spielminute. Die Schweizer waren in Führung. Auf den kurzen Pfosten kommt der Ball, dann macht er das perfekt. Ist natürlich auch ein bisschen Glück dabei, aber wie der dann am zweiten Pfosten einschlägt, kann man sich auch wieder fragen, warum steht da keiner. Wenn da ein Verteidiger gestanden hätte, hätte der den locker rausköpfen können. Aber es stand eben keiner da und die Schweiz davon erstmal durchaus motiviert. Zakaria diesmal von Anfang an dabei, diesmal aber ohne Erfolg. Xhaka dann im zweiten Durchgang nach 59 Minuten mit dem nächsten Abschluss. Die Schweiz war deutlich besser in der Partie. Serbien hatte ja zum Auftakt Costa Rica 1:0 schlagen können. Nicht unbedingt das Gardemaß für diese Gruppe. Aber eine halbe Stunde vor dem Ende kam dann auch Serbien vernünftig nach vorne. Tadic an die Latte, aber da ist dann das so umworbene Talent. Sergej Milinkovic-Savic bringt den Ball über die leere Linie. Erst noch Aluminium. Jan Sommer ist geschlagen und im Kopfballduell verliert dann Lichtsteiner den Zweikampf. Und so stand es dann eben 1:1 und Serbien mit 4 Punkten ganz oben auf. Für die Schweiz sicherlich wichtig, hier eigentlich vor dem dritten Spieltag auf den zweiten Tabellenplatz vorzurücken. Es sollte aber nicht sein an diesem Abend. Stojkovic nochmal gegen Xhaka. Und so endet diese Partie etwas schmeichelhaft für Serbien, da die Schweiz mehr Spielanteile hatte. Unentschieden mit 1:1 und Serbien mit 4 Punkten kurz davor, die Überraschung in dieser doch starken Gruppe zu schaffen. Südkorea musste sich gegen Schweden mit 1:0 geschlagen geben. Ein Elfmeter war am Ende für die Niederlage ausschlaggebend und Mexiko mit einem dicken Ausrufezeichen gegen Deutschland. Und das setzen sie hier fort. Super Partie, super Anfangsphase und Chicharito mit dem 1:0. In der 11. Spielminute. Sein erstes Tor im laufenden Wettbewerb. Kommt er gut zum Schuss, wird vernünftig bedient und dann sitzt der Ball unten rechts. Wenig bis gar nicht zu halten, auch wenn er eben im kurzen Eck einschlägt. Das ist eine sehr kleine Distanz und dementsprechend kaum etwas zu halten. Dieser Ball war dann aber unnötig verloren von Su an Chicharito. Der legt auf Carlos Vela und der machte hier nach einer Viertelstunde bereits das 2:0. Es war ein Albtraumstart für Südkorea und für Mexiko war es schon fast damit der sichere Einzug in die nächste Runde. Mit 6 Punkten sollte da kaum noch etwas
anbrennen. Halbe Stunde gespielt, dann kam auch Südkorea endlich mal nach vorne. Flankenball von der rechten Seite. Kim kommt sogar mit dem Kopf einmal zum Abschluss. Der geht aber auch rüber und dementsprechend wenig Gefahr für das Tor von Guillermo Ochoa. Im zweiten Durchgang gab es dann noch die ein oder andere Möglichkeit für Mexiko sogar zu erhöhen. Wähler ist das hier, der den Ball ans Aluminium setzt. Dann gab es eine Kontersituation, denn Mexiko stand sehr weit offen. Wo ist das? Kim? Wo? Aber nur auf der anderen Seite auch wieder das Aluminium. Bittere Sache, es sollte einfach nicht sein. Mexiko hatte noch die Möglichkeit zum 3:0. Letztendlich Marco Fabian, der Frankfurter, der es nochmal versucht, aber nicht erfolgreich wurde. Und so bleibt es am Ende beim 0:2. Südkorea scheidet aus und Mexiko sollte damit ziemlich sicher fürs Achtelfinale qualifiziert sein. Es war an der Zeit für Deutschland jetzt endlich aufzuwachen. Das 1:0 gegen Mexiko war wohl der letzte Warnschuss, denn ansonsten würde es schon in der Vorrunde Adios Amigos heißen, im wahrsten Sinne des Wortes. Gegen Mexiko das 0:1, es wurde umgestellt in der 11. Goretzka kam rein für Sami Khedira, der gar nicht zum Zug kommt. Reus auf der 10 und Brandt auf der linken Seite, dafür Draxler und Özil lediglich auf der Bank. Vorne Timo Werner bekam aber wieder die Chance zum Tore schießen, hatte ja gegen Mexiko eine gute Möglichkeit zu Beginn der Partie, konnte diese aber nicht verwandeln. Schweden hingegen nach dem 1:0-Sieg per Elfmeter von Granqvist eine sehr gute Ausgangslage, um in die nächste Runde zu ziehen. Aber durch den Sieg von Mexiko haben sie auch schon durchaus wieder Nachholbedarf. Ein Punkt würde sie heute allerdings sicherlich schon sehr glücklich stimmen. Deutschland übernahm aber erstmal das Zepter und kam bereits in der Anfangsphase zu einer guten Möglichkeit. Thomas Müller legt den Ball rüber und dann ist es letztendlich Augustinsson, der Schlimmeres verhinderte. 20 Minuten gespielt, Deutschland hatte das Spiel in der Hand. Schweden kam kaum zum Zuge, das war nicht sonderlich gut. Werner auf Reus per Hacke, Kroos legt rüber auf Thomas Müller und der mit aller Gewalt und aller Kraft, die er im linken Fuß hat, hat man nicht unbedingt des Öfteren gesehen von ihm, dass er da so raufhaut und dann der Jubel mit den Auswechselspielern sogar. Mesut Özil ist dabei. Die Deutschland-Fans waren noch etwas skeptisch, aber der Ball war drin und Deutschland führte 1:0, ein Sieg unabdingbar in dieser Partie. Gut rübergelegt von Kroos letztendlich. Reus leitete das unter anderem mit ein. Der Ball war über die Linie gegangen, vollständigerweise, und dann stand es eben 1:0. Jogi Löw konnte jetzt zufrieden sein, ein deutlich besseres und stabileres Gesicht in der Abwehr von Deutschland. Aber dann kam auch Schweden mal zum Zuge. Ganz konnten diese Abwehrprobleme nicht abgestellt werden. Markus Berg mit dem Querpass, super gemacht, auf Claesson, dann Neuer mit der Parade und Toivonen muss es machen. Unglaubliche Aktion, sehen wir gleich nochmal in der Wiederholung. Alleine der Ball kann schon sitzen, Neuer mit einer überragenden Parade und dann trifft Toivonen das freie Tor nicht. Aber wer denkt, das ist ja irrsinnig, das passiert sicherlich nicht noch einmal in so einer WM, dann hat man sich getäuscht. Julian Brandt, dem geschieht nämlich ganz genau das Gleiche. Unmittelbar vor der Pause, das hätte das 2:0 sein müssen. Der Ball sprang noch einmal gefährlich auf, aber trotzdem, das ist keine Ausrede, der Ball muss sitzen. Schweden im zweiten Durchgang aber dann besser, durchaus etwas wachgewirbelt geworden vom Trainer. Khedira kam mittlerweile rein, verursachte diesen Freistoß, der erstmal noch nichts brachte, dennoch nochmal die Möglichkeit. Durmaz mit der Flanke, der Kopfball von Albin Ekdal, aber deutlich zu ungefährlich. Gar kein Problem für Neuer, den abzufangen. Es wurde etwas leidenschaftlicher verteidigt von Deutschland und dennoch kamen immer wieder Probleme auf. Direkt im Anschluss die nächste Aktion. Wieder Markus Berg auf Durmaz, eingewechselt und der nimmt sich den Abschluss. Neuer aber diesmal ohne Probleme hält den Ball fest und konnte das Spielgerät dann aus der Gefahrenzone klären. Jetzt 20 Minuten noch auf der Uhr und Deutschland zeigte, dass sie diesen Sieg einfach irgendwie dreckig über die Zeit bringen wollten. Und diese Grätsche von Joshua Kimmich, das hat vielleicht gegen Mexiko gefehlt. Dieser Einsatz, dieser Wille, das Gegentor zu verhindern. Jetzt war er da und Deutschland wollte 5 Minuten vor dem Ende den Deckel drauf machen. Khedira nochmal mit Hector im Zusammenspiel, konnte jetzt dabei sein, aber die Außenrissflanke erwischte niemanden und erreichte keinen Mitspieler. Und nichtsdestotrotz reichte es am Ende zum 1:0-Sieg für Deutschland. Letztendlich über die zweite Halbzeit
gesehen, hätte auch Schweden durchaus noch einen Treffer erzielen können. Ein 1:1 wäre vielleicht leistungsgerecht gewesen, aber Deutschland kämpft sich zurück ins Turnier und hat jetzt gegen Südkorea mit einem Sieg eigentlich wieder alles in der eigenen Hand. Das war der dritte Teil des zweiten Spieltages. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Tippt auf jeden Fall gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr glaubt, wie es hier am Ende bei rauskommt. Ich stolper über meine Worte, aber das soll es gewesen sein. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis dann und bis morgen vor allem. Ciao.